Sehr geehrte Frau Präsidentin, geehrte Kolleginnen und Kollegen, es geschehen Wunder bei der Großen Koalition. Ihr Antrag, innovative Arbeitsforschung für eine Humanisierung unserer Arbeitswelt und mehr Beschäftigung, benennt richtige und notwendige Schwerpunkte für die Forschung im Bereich Arbeit und Beschäftigung. Sie folgen damit endlich den Vorschlägen der Linksfraktion, die beispielsweise in dem Antrag soziale Innovation und Dienstleistungen erforschen und fördern und dem Antrag europäische Forschungsförderung in den Dienst der sozialen ökologischen Erneuerung stellen, eingebracht wurden. Opposition wirkt also. Und Hut ab! Nach dem Motto überholen ohne einzuholen gehen Sie Ihrem Antrag weiter, als ich Ihnen je zugetraut hätte. Dass Sie von der Union über Ihren Schatten springen und sogar die Frage, wie Mitbestimmung bei Heimarbeit und Industrie 4.0 erfolgen sein, als Forschungsthema benennen, das überrascht. Und auch endlich eine Bestandsaufnahme zu starten, welche Auswirkungen die Digitalisierung auf die Arbeitswelt und verschiedene Berufe und Branchen haben wird, was längst überfällig ist, findet unsere Fraktion gut. Allerdings vergessen Sie nach wie vor einen Bereich der Arbeitswelt völlig. Zu einem innovativen und menschlichen Standort gehört eben auch eine innovative und menschliche Verwaltung. Forschungsvorhaben wie die Digitalisierung in Behörden und Verwaltung effizient, mitarbeiter- und bürgerfreundlich umgesetzt werden kann, fehlen völlig. Wie sich Digitalisierung auf Arbeitsbedingungen, Mitbestimmung und Arbeitsabläufe in Ämtern und Ministerien auswirkt, diese Forschung haben Sie schlichtweg vergessen. Betrachte ich also diesen Antrag für sich allein, könnte ich jetzt die Rede mit einem befriedigend und dem Hinweis zur Überarbeitung zum öffentlichen Sektor beenden. Aber es reicht leider nicht, die richtigen Fragen zu stellen. Und es reicht auch nicht, nur die richtigen Forschungen in Auftrag zu geben. Entscheidend ist, wie die Ergebnisse der Forschung dann mit Taten umgesetzt werden. Und da versagt diese Koalition komplett. So ist der Wissenschaft längst bekannt, dass Armut zu Konflikten, zu Krieg, Vertreibung und Flucht führt. Was macht diese Bundesregierung? Sie ignoriert das und verfehlt das Ziel, 0,7% vom Bruttoinlandsprodukt für Entwicklungshilfe bereitzustellen. Seit Jahren mit 0,4% konstant klar. Damit verursacht diese Regierung letztlich weitere Flüchtlingsbewegungen. Aus der Friedensforschung ist längst bekannt, dass Diskriminierung zu schweren Konflikten führt. Und trotzdem schweigt diese Regierung zur Diskriminierung der Kurden in der Türkei. Es ist schon erstaunlich, wie sich die Koalition hier feiert und gleichzeitig locker die Ergebnisse ihrer Forschung ignoriert. Schauen wir auf das Thema Arbeit und Bildung. Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin und das Bundesinstitut Berufsbildung ermittelten, dass häufige Wochenendarbeit körperlich und emotional stärker erschöpft, zu höherem Stresslevel und Schlafstörungen führt und damit Gesundheitsrisiken wie Herzinfarkte und Depressionen steigen. Doch statt Wochenendarbeit einzuschränken, fordert die Union, zum Beispiel in meinem Heimatland Thüringen, das Gesetz, welches Beschäftigten im Einzelhandel zwei freie Samstage je Monat garantiert, wieder abzuschaffen. So ignoriert die Union die Ergebnisse der Wissenschaft. Aber unsere linke Landesregierung wird den Beschäftigten das Recht auf freie Samstage erhalten. Denn wir berücksichtigen in unserem Handel die Forschungsresultate zum Wohle der Menschen. Ein zweites Beispiel. Seit Jahren stapeln sich die Belege, dass das Kooperationsverbot im Bildungsbereich, also das Verbot, dass der Bund Gelder für Bildung an die Länder zahlt, schädlich für unseren Nachwuchs ist. Trotzdem hat die Koalition dieses Verbot nur im Hochschulbereich aufgehoben. Warum Sie erneut Erkenntnisse ignorieren, müssen Sie mal nachvollziehbar erklären. Wir Linke sind für die Aufhebung des Kooperationsverbotes in allen Bildungsbereichen. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, den Antrag werden wir im Ausschuss wohlwollend begleiten und Sie können sich auf die starke Opposition verlassen. Wir werden Sie an Ihre Vorhaben erinnern und auch zur Umsetzung der Forschungsergebnisse treiben. Vielen Dank.
Das Wort hat der Kollege René Röspel für die SPD-Fraktion.